gw2community.de on Tour auf der Gamescom 2016. Ja, also wir fahren jetzt hier auf dem Weg zur Gamescom. Schön am Donnerstagmorgen. Wir sammeln jetzt SESA ein. Haben noch so gute 40 Minuten Fahrt vor uns. Ja. Yay. Und dann nochmal wieder bis zur. Und dann nochmal eine halbe Stunde. Also wir sind jetzt gute 1 Stunde 15 Minuten, werden wir im Auto unterwegs sein. Da ist der Dom schon da vorne. Ja, da ist der Dom da vorne. Wie ihr vielleicht mitkriegt, wir sitzen jetzt wieder im Auto, es ist einer mehr geworden. Nämlich die SESA ist jetzt auch bei uns mit dem Auto. Und wir sind jetzt auf den letzten Metern zur Gamescom. In Anführungszeichen sind wir momentan noch linksrheinisch, müssen jetzt einmal durch Köln durch und dann nach dem Parkplatz schippen. Ne? Ja. Fahrt war bisher okay, relativ früh gekommen. Auch wenn wir etwas länger gebraucht haben. Aber der schlimmste Teil kommt ja jetzt erst. Ja, ganz toll. Ganz, ganz toll. Wir melden uns dann nochmal, wenn wir auf den Gamescom-Parkplatz hochfahren. Bis dann. Wir werden die GoPro hier drauf haben. Aus einem Außenspiegel unten. Gut, so einfach das Gesicht zu wenn ich gleich die Ansage mache, muss ich die Musik ausmachen. Die wird halt immer auf hoch konzentriert. Das ist eine Kurve. Wenn ich das Video anziehen würde, dann würde man diese ganze Zeit immer noch denken, dass ich das Video drauf habe. Guck doch mal rechts auf. Ganz professionell wäre das jetzt halt jetzt die GoPro abgestellt worden und würden uns jetzt zwischen den Kameras wechseln. Ja, nächstes Jahr. Profi müssen wir uns auf der Rückkopf setzen. Ja, hallo miteinander. Wir sind jetzt hier bei Tag 3 auf dem Weg zur Gamescom. Es ist Freitag. Schön, wir haben wunderbaren Sonnenschein. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich relativ wenig, außer dass wir alle hell erleuchtet sind. Wir sind wieder schön zu fünft unterwegs, auch wenn die Ines, die jetzt hinter mir sitzt, leider nicht seht. Was machen wir heute? Fachbesucher, ne? Ja. Mal Fachbesucher abhaken. Video und schneiden. Genau. Leon darf ganz da, guck mal da. Genau, Leon macht jetzt nochmal Videoschnitt. Und vielleicht sehen wir ein paar Freunde auf der Messe. Bis dann. Ja, wir sitzen hier im Auto. Hallo. Wir haben sogar andere Besetzung als sonst. Ist das ein Brave da? Ein Mark ist da? Ein Lisa ist da? Und Teichu ist auch da. Ja, Teichu muss fahren. Guck erstmal in die Selfie-Kamera um. So geht das. Das ist die neue Rückfahrkamera. Den Verbandskasten hier so. Bitte im Ziel und dann bitte rechts abbiegen in Richtung Innenstadt. Ja, so basteln wir Konstruktionen zum Autofahren. Aber der Verbandskasten ist noch aktuell, ist noch gültig und original verpackt. Original verpackt, ja. So, also, nicht das heißen, wie der Nein, nee, da darf man die nächsten paar Jahre nicht so gerne. Ja. Okay, dann hat's ja. Dann haben wir schon den neu gekauft. Des Tages heute, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr für die Gamescom, Virtual Reality testen. Und das habe ich gemacht, nämlich sowohl Oculus Rift als auch HTC Vive. Kommt eigentlich in dieses Video. Das war auf jeden Fall cool. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr das Geld habt. Ja. Dein Highlight? Das Oculus Rift war wirklich genial, war halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig und Highlight von gestern war die Massage im Fachbesucherbereich. Ja, leider natürlich nur für Fachbesucher. Nicht für Presse? Ja, das ist sehr gut. Wir haben Presse auch. Das ist dein Highlight? Mein Highlight? Ich war heute Morgen recht früh bei den Blizzard-Ständen und dort konnte man die ganzen alten Spieletitel wie Diablo 1 und 2
und auf die alten Warcraft-Titel anspielen. So, die Frage ist, um wie viele Zentimeter ist der Südturm des Kölner Doms höher als der Nordturm? Ja, wer kann, das wird hier gerade auf so einer Werbetafel angezeigt. Könnt ihr ja mal googeln. Ja, solange ich jetzt wieder anfängt, ich habe 100 Dinge. Ich habe ganz viel Milch und Kakao geschossen. Genau, von dem Kakao. Das sind die braun, ne? Ja, aber du vergisst nicht, die Milch vorher zu stellen. Oh, okay. Ich werde das bei der nächsten Weide, wo ich braune Kugel drauf gehe, werde ich das testen. Und dann, das dann als Video haben. Nee. Existiert das GoPro. Aber wenn die Kuh dann keinen Kakao gibt, dann bin ich so schwer enttäuscht, dass ich... Gehst erstmal den Landwirt verklagen. Ja, genau. Einen Meter weiter rechts. Links fahren, dann rechts fahren auf den Neumarkt. Links, rechts, alles klar. Ja, ihr kriegt ja so ungefähr mit, in welche Richtung wir fahren. Ja. Vielleicht die nächste Frage, wo fahren wir? Wenn ihr es nicht wisst, habt ihr nicht ins Vorhaben gekriegt. Das wäre ganz schön, glaube ich, sehr enttäuscht. Ja. Ich glaube, noch enttäuschter, als wenn die Kuh keinen Kakao gibt. Jetzt rechts fahren. Da sind wir bald da. Das ist die Mama da. Mama? Mama sitzt vorne rechts. Was? Ich bin Mama. Die Mama der Community ist doch eigentlich so. Die ist aber nicht hier. Achso, ja. Ist auch besser so, vielleicht. Also, wäre schön, wenn Doris da wäre. Muss man hier einfach mal so sagen. Grüß an Doris. Nein, also ich muss sagen, das Festival 2015 mit Doris war cool. Das war eine coole Geschichte. Natürlich ist auch ein Grüß an der leider in Österreich bleiben musste. Jetzt haben wir bestimmt irgendjemanden vergessen, der nicht. Steffi, hi. Können wir aus dem Auto jetzt alles machen? Könnten wir machen. Also meldet euch bei Schalten ins Auto, einbrechen. Lohnt sich nicht. Wie die Aufstellung am Ende einfach nur zwecken. Ah doch, ich bin den Baseballschläger. Ja, ich habe einen Baseballschläger im Kofferraum. Ein Meinungsverstärker. Ein Meinungsverstärker. Ich glaube, Steffi ruft an. Sehr gut. So, warte, hier muss ich auf Lautsprecher. Hallo Steffi! Hallo, Ole, was ist los? Hallo Steffi! Hallo! Hi Steffi! Ja. Er macht Patina, ich bin arbeiten. Achso, ja, okay, Marc hat gewonnen. Viele Grüße von der nach Gamescom Show und wir sprechen uns dann die Tage. Ja. Ciao! Tschüss! Was habe ich jetzt gewonnen? Du darfst das Video bearbeiten. Keks! Keks ist immer gut. Okay. Ich hätte ja da ein oder zwei. Also wenn ihr einen Keks wollt und auf der Gamescom seid, da ist Sesanell meistens eine super Adresse. Und dazu kriegt ihr dann kostenfrei auch noch so coole Guildways-Visitenkarten. Also das ist schon... Das ist das nächste Spiel. Finde Sesanell. Ja, aber es wird ja schwierig, wenn jetzt die Gamescom vorbei ist. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ja. Ansonsten? Gar nicht, ob ich nächstes Jahr habe. Wieder, einfach nicht zu, anders piepen wir raus. Ja, an der Stelle kommt der... Ja. Ansonsten schickt sie euch in GW2 so einen Blaubeerkeks oder so. Der gibt dann plus 5% Vitalität, oder? Ja. Momentan habe ich Schokosterne. Noch viel besser. Guck mal, ihr kriegt Schokosterne. Aufpassen. So, Challenge des Tages, finde den Parkplatz. Oh ja. Finde den Parkplatz. So, wir sind in der Zielstraße angekommen. Jetzt müssen wir hier irgendein Fahrzeug wegtragen, damit wir parken können. Für den Kleinen, den kriegen wir doch zu zwipt. So ein Smart. Angehoben. Ich
parke jetzt hier. Sie dürfen alle live miterleben. Wie gut Taisho einparken kann. Wo sind die drei Helfer, die Stevie? Nee, der sieht ja alles. Ne? Hier ist eine Kurve. Ja, stimmt. Das kommt auf schwer. Ich weiß manchmal nicht, ob das einfach das Kopf dann kratzt, das wo ich dann anlocke oder ob das der Bordstein ist. So, ich glaube, aber ich stehe hier relativ jetzt gut in der Parklücke drin. Ja. Zack. Hoffentlich kommen wir nachher wieder raus. Taisho hat eingepackt. Hey. Wow. Tschüss. Ciao. Tschüss.